Hallo, ihr lieben Leseratten, und herzlich willkommen zu dieser kleinen Buchvorstellung. Diesmal geht es um Familienpackung von Susanne Fröhlich. Ein Roman, den ich aus einem Überraschungspaket hatte. Das heißt, ich habe ihn mir nicht selber ausgesucht, habe ihn aber trotzdem mit auf den Buchstapel genommen, da es sich nicht um eine Fortsetzung gehandelt hat und es einigermaßen ein Genre war, wo ich dachte, es könnte mir gefallen. Deswegen hatte ich es dann mit draufgenommen. Ich glaube, es war in demselben Paket wie Billy the Beast, aber da bin ich. Nee, Billy the Beast war nicht aus dem Überraschungspaket. Nee. Es war irgendein anderes Buch, an was ich gerade gedacht habe. Ist egal. Auf jeden Fall geht es in Familienpackung um Andrea Schnitt. Schnitt mit DT. Andrea hat Mann, Haus, und zwei Kinder. Also sie hatte praktisch alles, was sie sich immer gewünscht hat. Und ja, sie ist derzeit Hausfrau und Mutter. Ihre Tochter geht in den Kindergarten und ihr Sohn ist noch ein Kleinkind. Ihr Mann arbeitet in einer Rechtsanwaltskanzlei, glaube ich, oder irgend sowas. Also sie gehört zur besseren Mittelschicht und wohnt auch in so einem Vorstadt. Bisschen gehobeneres, eine gehobenere Umgebung. Wir erleben zusammen mit ihr eine ganze Woche. Anfang der Woche kommt der Herr vom Strom ablesen zum Strom ablesen. Der Herr von den Stadtwerken kommt zum Strom ablesen. Und sie fühlt sich sehr zu diesem Mann hingezogen. Sie ist regelrecht erregt, sobald er in ihrem Flur steht. Und sie weiß nicht so richtig, was eigentlich mit ihr los ist. Sie schiebt es aber darauf, dass sie in letzter Zeit halt nicht so viel Sex hatte. Und allgemein ihr Leben jetzt auch so ein bisschen dem Trott verfallen ist. Deswegen stellt sie an diesem Tag, gleich nachdem der Mann weg war, eine Liste auf mit Punkten, die sie in nächster Zeit erreichen möchte. Sie sagt, gleich am nächsten Tag fängt sie an, ihr Leben zu ändern, denn sie möchte mehr Spannung und sie möchte eine bessere Figur haben. Also sie will dann auch irgendwas für ihre Figur tun, vielleicht eine Diät oder Sport oder irgendwas in der Art. Also sie möchte schlankere Schenkel, schreibt sie, glaube ich, auf. Sie möchte besseren Sex haben. Ja, und halt alles sowas in der Art, schreibt sie auf eine Liste. Die Liste macht sie in Schubfach. In der Küche, weil da ihr Mann sowieso nicht reinguckt. Deswegen tut sie den da rein, damit sie sich selbst immer mal motivieren kann, auf die Liste zu gucken, während sie in der Küche steht. Ja. Am Ende der Woche hat ihr Mann Geburtstag. Das heißt, sie ist in der Woche auch noch beschäftigt mit zahlreichen Vorbereitungen für die Überraschungsfeier, die dann noch ansteht. Sie hat einige Leute eingeladen, um ihren Mann zu überraschen zu seinem Geburtstag. Und musste auch noch einiges vorbereiten. Und gleich an dem Tag X, wo ihre Liste dann endlich umgesetzt werden soll, beschließt sie, schwarz zu fahren, um ein Geschenk für ihren Mann zu kaufen, und wird dabei erwischt und sogar von RTL gefilmt. Und alle Welt weiß, dass sie das war. Es bringt ihr ganzes Leben, ihren Tagesablauf völlig durcheinander. Alle Leute in der Nachbarschaft wissen Bescheid und sprechen sie drauf an. Ihre Schwiegermutter ruft an, ihre Mutter ruft an, ihre beste Freundin, irgendwas. Also es schlägt sehr große Wellen, dass sie schwarz gefahren ist, und ihr Mann erfährt es natürlich auch, und dann ist sein Image gefährdet in der Firma, und also es ist alles ziemlich durcheinander. So kann man es ausdrücken. Ob sie ihre Liste erfüllen kann oder nicht, werde ich jetzt natürlich nicht verraten. Auf jeden Fall ist das so das, worum es in dem Buch geht. Und es war ein humorvoller Frauenroman. Also nicht unbedingt mein Genre. Eigentlich gar nicht mein Genre. Weil humorvolle Bücher ist sehr, sehr schwierig, da meinen Geschmack zu treffen, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht so richtig. Es war so ein bisschen der Otto-Normal-Humor, mit dem ich ehrlich gesagt nicht viel anfangen kann. Also, das ist dieser Humor, den man aus deutschen Komödien zum Beispiel kennt. Und leider trifft es meinen Humor sehr, sehr selten. Ich fand es aber besser
als Billy the Beast. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch vorhin an das Buch gedacht, weil ich unbedingt erzählen wollte, dass ich das besser fand als Billy the Beast. Ja, beide so in dieselbe Richtung gehen, oder das eine ist halt, war halt der Jugendliche und das hier ist jetzt die Familien, die Mutter, was? Die Mutter. Ja, es war eigentlich der einzige Unterschied, aber der Humor ging so ein bisschen in dieselbe Richtung. Nur, dass bei Billy the Beast ein bisschen mehr Ekel drin war und hier ein bisschen mehr Humor, hatte ich so das Gefühl. Das heißt, also ich habe hier bei dem Buch ein bisschen mehr geschmunzelt als in dem anderen. Aber insgesamt hat es mich natürlich nicht vom Hocker gerissen, wie man vielleicht schon an dem, was ich gesagt habe, merkt. Ja. Außerdem handelt es sich bei Andrea Schmidt wohl um eine Dame, die auch in anderen Büchern von Susanne Fröhlich vorkommt. Es ist aber ein abgeschlossener Roman, das heißt, es ist nicht besonders wichtig, ob man das Buch von vorher kennt. Es heißt Frisch gemacht. Da hat sie gerade ihre Tochter bekommen. Also spielt es ein bisschen eher. Aber das habe ich auch erst hinterher mitgekriegt. Also es ist, man hat nicht das Gefühl, dass man Teil einer Reihe liest. Es ist ein abgeschlossener Roman. Tja, ansonsten, also das Cover gefällt mir gar nicht. Also wenn ich das Buch irgendwo gesehen hätte, hätte ich es definitiv nicht mitgenommen, weil mir das Cover nicht gefällt. Es hat auch irgendwie gar nichts mit der Handlung zu tun. Außer dass es jetzt vielleicht das Herz, also es ist eine Pralinenpackung in Herzform, was jetzt vielleicht irgendwas mit Familie und Liebe und Zusammenhalt zu tun haben könnte. Außerdem die aufgegessenen Pralinen vielleicht irgendwas mit ihrem Drang abzunehmen zu tun haben könnte. Aber ansonsten, also Pralinen kommen in dem Buch nicht vor. okay. Ansonsten ist das Buch aus dem Fischer Verlag und kam raus im Jahr 2005. Und es hat insgesamt 250 Seiten. Also man ist auch sehr schnell durch. Ich habe es auch schneller durchgelesen als Billy the Beast. Also es ist was, was man am Stück sehr schnell durchlesen kann. Es ist ein sehr lockerer Schreibstil, ein sehr bildlicher Schreibstil. Aber es hat mich halt inhaltlich jetzt nicht unbedingt vom Hocker gerissen. Naja, also ich glaube nicht, dass ich noch was von der Autorin lesen würde. Ehrlich gesagt. Sie hat auch Moppel-Ich geschrieben. Der Titel sagte mir was, aber ich habe es natürlich nicht gelesen, weil das auch nicht so mein Genre ist. geht's aber wohl eher um die Autorin selbst, zumindest. Also ich dachte erst, es wäre auch ein Andrea Schmidt-Roman, aber es, also aus dem Klappentext, ich nehme an, dass der Klappentext selber mit drin steht. Kommt es von ihr so vor, als ob sie da ihre eigenen Erfahrungen mit verarbeitet hat. Ich denke auch mal, dass sie hier ein paar ihrer eigenen Erfahrungen mit reingebracht hat. Ich weiß es aber natürlich nicht so genau. Und ja. Also war jetzt leider nicht so der Wahnsinn. Aber das kann ich jetzt nicht unbedingt ändern. Ne? Es nützt ja nichts, wenn es nicht meinen Humor trifft. Humor ist halt Ansichtssache und ich tue mich immer sehr schwierig mit witzigen Büchern. Deswegen suche ich sie mir normalerweise auch nicht aus. Ich habe es mir nicht ausgesucht, es war mir Überraschungspaket. Also gut, ich bin entlastet, würde ich sagen. Okay, dann war es das jetzt schon erstmal von meiner Seite. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann nächste Woche bei der nächsten Buchvorstellung. Bis dann.